Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, willkommen zu unserem Erklärvideo zum niedersächsischen Schulsystem. Mein Name ist Christina Kakridi, ich komme ursprünglich aus Griechenland, bin aber schon seit vielen Jahren Lehrkraft in Niedersachsen. Ich werde Sie heute durch dieses Video über die Berufsausbildung begleiten. In Deutschland gibt es für viele Berufe eine spezielle Ausbildung. So erhalten zum Beispiel Feinoptikerinnen und Feinoptiker, Fahrradmonteurinnen und Fahrradmonteure, Friseurinnen und Friseure jeweils eine besondere Ausbildung. Diese Berufe heißen Ausbildungsberufe und stehen natürlich Männern und Frauen offen. In diesem Video erfahren Sie, wie die Berufsausbildung organisiert ist. Es gibt zwei verschiedene Ausbildungsformen. Erstens die duale Berufsausbildung in Schule und Betrieb und zweitens die vollschulische Berufsausbildung. In beiden Ausbildungsformen erlernen die sogenannten Auszubildenden oder kurz Azubis einen Beruf in der Theorie und in der Praxis, und zwar sowohl in der Schule als auch in einem Betrieb bzw. einer Einrichtung. Wir erklären erstmal die duale Berufsausbildung. Dann erklären wir die vollschulische Berufsausbildung. Einen weiteren Weg zum Ausbildungsberuf erklären wir in unserem Video zur Berufsfachschule, das wir unten verlinkt haben. Eine duale Berufsausbildung dauert je nach Beruf 2 bis 3,5 Jahre. Sie heißt dual, weil sie an 2 Ausbildungsorten, Betrieb und Schule, stattfindet. Die Ausbildung an diesen beiden Orten ist aufeinander abgestimmt. Es gibt 324 verschiedene Ausbildungsberufe, die in ganz Deutschland anerkannt und überall gleich sind. Während der Ausbildung und am Ende muss man Prüfungen mit mündlichen, schriftlichen und praktischen Aufgaben ablegen. Für einige Ausbildungen wird in der Regel mindestens ein Hauptschulabschluss vorausgesetzt. Für andere Berufe braucht man auch höhere Schulabschlüsse. Um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, muss man sich direkt bei einem Ausbildungsbetrieb bewerben. Der Betrieb kann aussuchen, wem er einen Ausbildungsplatz gibt. Man könnte deshalb auch ohne Schulabschluss eine Ausbildung machen, wenn man einen Ausbildungsplatz findet. Ohne Schulabschluss ist es aber sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen und vor allem die Prüfungen zu schaffen. Das gelingt nicht immer, ist aber durchaus machbar. In der dualen Berufsausbildung schließen die Auszubildenden einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb ab. Die Auszubildenden erhalten eine Ausbildungsvergütung. Die Vergütung ist je nach Beruf und Betrieb unterschiedlich hoch. Sie lag im Jahr 2023 bei mindestens 620 Euro brutto pro Monat, kann aber auch erheblich höher liegen. Mit jedem Ausbildungsjahr wird die Vergütung etwas höher. Die Auszubildenden lernen und arbeiten in der Regel insgesamt ca. 40 Stunden in der Woche. Davon sind sie jedoch im ersten Ausbildungsjahr nur etwa 24 Stunden im Betrieb. 2 Tage besuchen sie die Berufsschule. In den weiteren Ausbildungsjahren sind sie nur noch 1 Tag in der Berufsschule. In manchen Berufen gibt es Blockunterricht. Das heißt, die Auszubildenden sind im Wechsel immer einige Wochen nur in der Berufsschule und danach nur im Betrieb. In der Berufsschule lernen die Auszubildenden hauptsächlich die Theorie, die für den Beruf wichtig ist. Zusätzlich verbessern sie in der Schule ihre Kompetenzen, unter anderem in Deutsch, Englisch und Politik. Aber auch mathematische Kompetenzen werden im berufsbezogenen Lernbereich gefördert. Im Ausbildungsbetrieb lernen die Auszubildenden die Praxis kennen und erwerben praktische Fähigkeiten. Sie werden von einem Ausbilder oder einer Ausbilderin angeleitet, arbeiten im Team mit und bekommen immer mehr eigene Aufgaben. Wenn man in einem mindestens 2 Jahre dauernden Ausbildungsberuf die Abschlussprüfung geschafft hat und gleichzeitig den Berufsschulabschluss erworben hat, erhält man automatisch auch den Sekundarabschluss 1. Je nach Dauer der Ausbildung und schulischen Leistungen entweder als Haupt-, Real- oder erweiterten Realschulabschluss. Wenn die Ausbildung mindestens 3 Jahre dauert, kann man außerdem zusätzlichen Unterricht besuchen und die Fachhochschulreife erwerben. Damit kann man anschließend studieren. Mit einem Ausbildungsabschluss und anschließender Berufserfahrung ist es aber sogar möglich, ohne Fachhochschulreife oder Abitur zu studieren. Nach einer Berufsausbildung wird man nicht automatisch in einen Betrieb übernommen. Man muss sich bewerben, um eine Anstellung zu bekommen. Ein guter Abschluss ist dabei sehr hilfreich. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, der vollschulischen Berufsausbildung. Manche Berufe kann man nur mit einer schulischen Ausbildung lernen, zum Beispiel einige Erziehungs- und Gesundheitsberufe oder Berufe aus den Bereichen Fremdsprachen, Technik und Medien.
Eine vollschulische Ausbildung dauert in der Regel 2 bis 3 Jahre. Die Auszubildenden besuchen dann die berufsqualifizierende Berufsfachschule. Zwischendurch lernen sie in Praxisphasen die Arbeit im Unternehmen oder in einer Einrichtung kennen. In der berufsqualifizierenden Berufsfachschule haben die Auszubildenden theoretischen und praktischen Unterricht, der auf den Beruf bezogen ist. Sie entwickeln außerdem ihre Kompetenzen in allgemeinbildenden Fächern weiter. Für eine vollschulische Ausbildung muss man sich direkt in der berufsqualifizierenden Berufsfachschule bewerben. Für einige Ausbildungen muss aber auch ein Vertrag mit einer Einrichtung oder einem Betrieb vorliegen. Ein Schulabschluss ist dafür immer Voraussetzung. Für die meisten schulischen Ausbildungen wird mindestens der Sekundarabschluss 1 Realschulabschluss benötigt. Für einige wenige Ausbildungen reicht der Sekundarabschluss 1 Hauptschulabschluss und ganz selten auch der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 aus. An öffentlichen Schulen ist die Ausbildung schulgeldfrei. Ab dem Schuljahr 2023/24 sind auch in Privatschulen fast alle Bildungsgänge schulgeldfrei. Hier ist es wichtig, sich vorher genau zu erkundigen. In einigen vollschulischen Berufsausbildungen bekommen die Auszubildenden eine Ausbildungsvergütung, so wie in der dualen Berufsausbildung, so zum Beispiel in der Pflegeausbildung. Das ist aber nicht die Regel. Mit Abschluss der Ausbildung wird in der Regel auch der Sekundarabschluss 1, Realschulabschluss, erworben. Je nach Beruf und erbrachten Leistungen kann man auch den erweiterten Sekundarabschluss 1 oder mit zusätzlichem Unterricht die Fachhochschulreife erwerben. Mit einem schulischen Ausbildungsabschluss und anschließender Berufserfahrung ist es ebenfalls möglich, ohne Fachhochschulreife oder Abitur zu studieren, also eine Hochschule zu besuchen. Die wenigsten Jugendlichen wissen, dass sie über die Berufsausbildung in die Hochschule gelangen und dort studieren können. Es gibt auch viele andere Informationen zur Berufsausbildung, die wir hier nicht berücksichtigen können. Bei Interesse muss man darum immer ganz gezielt Informationen zum Beruf sammeln, den man anstrebt, und ein ausführliches Gespräch mit den Beratungslehrkräften der Agentur für Arbeit oder den Lehrkräften an einer BBS führen. Dieses Video ersetzt also nicht das persönliche Beratungsgespräch. Alle Informationen in diesem Video sind ohne Gewähr. Wir geben Ihnen hier noch 2 Beispiele über 2 mögliche Ausbildungswege. Natalia verlässt die 9. Klasse einer Oberschule mit einem Hauptschulabschluss. Sie interessiert sich sehr für Fahrräder und bewirbt sich in einer Fahrradwerkstatt um einen Ausbildungsplatz zur Fahrradmonteurin. Natalia erhält den Platz und macht nach 2 Jahren ihren Berufsabschluss. Da sie gute Noten hat, bietet der Ausbildungsbetrieb ihr an, noch 1,5 Jahre weiterzulernen und den Abschluss als Zweiradmechatronikerin in der Fachrichtung Fahrradtechnik zu machen. Natalia ergreift die Chance und erhält im Anschluss eine Festanstellung in der Fahrradwerkstatt. Tim verlässt die 10. Klasse einer Gesamtschule mit einem erweiterten Sekundarabschluss 1. Er möchte Pflegefachmann werden. Das ist eine vollschulische Berufsausbildung, die aber einen recht hohen Praxisanteil hat. Tim bewirbt sich um einen Schulplatz in einer berufsqualifizierenden Berufsfachschule und um einen Ausbildungsplatz in einem Altenpflegeheim. Er bekommt von beiden eine Zusage und macht nach 3 Jahren seinen Berufsabschluss als Pflegefachmann. Während der Ausbildung hat Tim verschiedene Bereiche der Pflege kennengelernt und festgestellt, dass ihn die Arbeit in einer Psychiatrie besonders interessiert. Er findet einen Arbeitsplatz in einer psychiatrischen Klinik. Nach 3 Jahren im Beruf entscheidet Tim sich, berufsbegleitend den Bachelorstudiengang Psychiatrische Pflege zu studieren, um anschließend noch weitere Aufgaben übernehmen zu können. Dieses Video wurde von der Causa Landesstelle Niedersachsen, dem Migranetz, dem Netzwerk niedersächsischer Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte, sowie dem Migranteneltern-Netzwerk Niedersachsen erstellt. Links zu weiteren Erklärvideos und Informationen über die einzelnen Schulformen sowie unsere Kontaktdaten finden Sie auf den unten verlinkten Webseiten. Alle Angaben sind ohne Gewähr und ersetzen nicht das persönliche Beratungsgespräch. Wir bauen unser Angebot kontinuierlich aus. Schauen Sie also gern immer wieder mal hier vorbei. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Schulkarriere.